Hallo! Willkommen zu einer neuen Aufnahme-Session. Vorgestellt von Starbucks, Vanilla Bean, Macchiato natürlich. Ganz dekadent heute, nicht mit Kaffee, sondern Starbucks. Natürlich wird's nicht davon präsentiert, sondern von mir selber. Und ich kriege kein Geld dafür. Spiel fortsetzen, ne? Eichen sind extrem wertvoll und können entweder Eichenwaffen oder Naritenfähigkeiten enthalten. Ach stimmt, wir waren ja in der Stadt, ne? Wir müssen, glaube ich, hier... was? Hä? Wir waren doch schon... Wir haben doch in der Stadt gespeichert, oder nicht? Hä? Muss noch irgendwas gucken. Hacken das so ein bisschen so. Bewegungsschärfe. Ich glaube, das muss ich ausmachen. Motion Sickness. Glaube ich zumindest. Damit das nicht... Oder? Ist das ausgestellt oder nicht? Ja, so fängt man am besten an. Ja, moin, wo bist du denn jetzt? Bewegungsschärfe, haben wir aus. Eine chromatische Aberration, eine Farbstreifeffekt am Bildschirmrand. Was ich anmerken muss, ich finde das mega geil, dass hier alles steht, was es überhaupt tut und macht. Ne? Zum Beispiel der Antisotropa Umgebungsfilter. Umgebungstexturen mit erhöhter Qualität durch antisotropische Filter. Ah ja. Eigenschaften des Spielers? Die Arme und Waffen des Spielers werfen Schatten auf sich selbst. Ah ja. Da, okay. So. Ne? Spartan? Dann reden wir dich nochmal. Hey, du siehst zäh aus. Interesse an Drecksarbeit? Weißt schon, ein paar Köpfe einschlagen, 200 Mutanten zu breiballern. Ich suche nicht nach Arbeit, sondern nach John Marshall. Tja, zufälligerweise sucht er nach erfahrenen Kämpfern. Wir haben ein Mutantenproblem in Gunbarrel. Und es geht erst weiter, wenn das verdammt nochmal gelöst ist. Gut, wir werden sehen. Wo finde ich ihn? Er ist in der Blindgängerbar. Immer im Blindgänger. Nicht zu verfehlen. Alt, vernarbt, fies, Robo-Bein, Robo-Auge, halb Mensch, halb Ersatzteillager. Ach so, was auch immer dir dieser miese kleine Roboter andrehen will. Probier nicht das Schleimvogel, Chimichanga. Außer du willst dir die Seele aus dem Leib kotzen. Bah! Was ist zum Teufel? Das schmeckt... komisch. Bin mir nicht ganz sicher, aber ist die Grafik ein bisschen... Keine Ahnung. Ohne Erlaubnis des Marshalls kommt keiner runter in das Drecksloch. Du willst im Dreck wühlen? Switch mit ihm. Aber wir haben doch hier alle... wir haben doch alle angenommen. Warum? Warum? Hä? Was gucken jetzt hier noch diese... Wie steht's? Ja, guck mal, siehst du? Jo. Ja, natürlich. Was? Wir... Ja, natürlich. Was? Ja. Können wir jetzt noch mit der noch mal reden? Nee, ne? Ich kann nicht ertragen, dass dieser Riesenmutant noch da draußen rumläuft und tötet. Jemand muss ihn stoppen. Für immer. Wir haben doch hier gespeichert, warum sind wir denn nicht hier? Haben wir auch hier geladen? Komisch. From above, death. Ah ja. Ich hoffe, du kriegst deine Rache, Ranger. Ich? Ja. Lass uns ab zum Marshall. Jo. Jo. Nee, lass uns eben noch die Quest... eben noch die Quest annehmen. Hey, Ranger. Wie steht's? Hey. Aber als wenn du durch ein Dorf gehst und alle sagen, hey Ranger, hey, moin Daniel, hey Daniel, ja, moin Daniel, Daniel, ja, irgendwelche unbekannten Leute, die mich gar nicht kennen. Wie steht's? Das
Wir stehen im wahrsten Sinne bis zu den Knien in der Scheiße. Und ausgerechnet jetzt kommt ein Ranger vorbei, nachdem sie uns jahrelang ignoriert haben. Wovon reden Sie da? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Sam Wilco und führe die Gunbarrel-Miliz, damit es Marshall nicht tun muss. Ich will sicher nicht meckern, wenn die großen Ranger beschlossen haben, sich nun endlich doch die Hände schmutzig zu machen. Es gibt da ein Problem nördlich von hier. Die Yeoman-Farm wurde überfallen. Und das ist gar nicht gut, weil wir ziemlich viele Nahrungsmittel von dort beziehen. Meine Leute werden alle hier gebraucht, falls die Mutanten wiederkommen. Würden Sie sich der Sache annehmen? Naja, wenn Sie mich so freundlich bitten. Boah, ich verwechsel immer, dass Steuerung nicht ducken ist. Scheiße, ey. So, oh. Aber dein Kopf sauber, Alter. Der ist ja Dreck pur. Ja. Jo. Hereinspaziert, hier wartet das Angebot deines Lebens. Wo haben wir da so drei Dinge? Ach so, das sind diese. Ach genau, das waren diese drei Ziele, die wir ausschalten können. Warum ist der schwerste direkt hier in der Nähe? Hier eine große Eiche. Hat einmal nur drei. Lagerkisten, Eichentruhen. Oh, das ist voll viel, was hier noch so offen ist. Ja, ja, wir sind noch am Anfang. Ja, natürlich. Klärt's hier. So, ab zum Marshall. Oh, das hasse ich so am Anfang immer von einem Rollenspiel, ne? Oh, alle labern, alle müssen hier. Auch neu hier? Schichten erzählen. Dann schau dir mal den Mann an, der alles verloren hat. Hast du noch zwei Arme, zwei Beine? Kopf. Was? Hast du nicht alles verloren? Dave Ambrosia. Biggie Langstrom. Hey, siehst gut aus. Sieht verdammt gut aus. So, was hast du? Ich hatte mal richtig Kohle. Spargel-Jim. Einen Handelsposten draußen im Ödland. Aber? Hat meine Familie ernährt. Aber? Aber dann kam irgendwann die Goon Squad und hat... Bitte was? Alles genommen. Sag nicht sowas. Hat meine Familie vor meinen Augen getötet. Nein, Jim. Und ich hab keinen Mucks gemacht. Warum nicht? Ich bin gerannt. Ja. Wie ein dreckiger Feigling bin ich gerannt. Wohin denn? Hab in letzter Zeit einiges über diese Goons gehört. Oh. Die haben ganz klein angefangen. Nichts Beunruhigendes. Aber jetzt sind sie überall. Mit dicken Kanonen und jeder Menge Nachschub. Und sie kennen keine Gnade. Die rekrutieren super aggressiv. Verleiben sich kleine Gruppen ein. Da heißt es mitmachen oder sterben. Da wird nicht lange gefackelt. Du siehst wie einer dieser alten Ranger aus. Es wäre eine Genugtuung, wenn diese Goon-Schweine kriegen würden, was sie verdienen. Das? Ja, ja. Ah, das sind Kinder. Okay, das klang jetzt ein bisschen komisch. Rhonda... Das sind gar keine Kinder. Maria Michinoku. Amina Cross. Haben die echt alle einfach Namen? Emily Axier. Lustig, wer waren die Namen? Oh Gott, Mann. Wieso ist denn Steuerung einfach kriechen? Wenn die Namen die Entwickler gewesen wären. Hey. Cool. Ja, genau. Jo. Claudette Castanoli. Aber ich glaube, die sind ausgedacht. Ach, die haben wir das letzte Mal schon gesehen. Hallo, ich bin Rory Success, der berühmte Handelsbaron. Mhm. Ich bin von Wellspring hergekommen, um Leute für eine gefährliche Mission gegen die Goon Squad anzuheuern. Moment, du gehörst aber nicht zur Goon Squad, oder? Ich gehöre ganz bestimmt nicht zur Goon Squad. Magst du die Goon Squad? Natürlich nicht. Was für ein Schandfleck für jeder die mag Erde. Die. Sie haben es tatsächlich gewagt, Gas Catrest zu übernehmen. Meine Gasraffinerie in den Südhügeln, um Nitro für ihre Kampffahrzeuge herzustellen. Das Nitro gehört mir.
Ich weiß, es wäre Selbstmord, sie anzugreifen. Aber ich zahle gut, damit du ihnen eine Lektion erteilst. Aha. Rory Success lässt sich nicht beklauen. Wie sieht's aus? Eigentlich schlachte ich die Goon Squad gratis ab. Löblich. Aber ein schlechtes Geschäft. Glücklich? Oder löblich? Löblich? Der löblich gesagt oder glücklich? Das sieht beides komisch angehört. Lol, man kann mit denen reden? Willkommen in der Blindgängerbar, Heimat des Schleimvogels Chimichangas und des besten Sumpffusels im Ödland. Lass die Sorgen draußen und komm herein getanzt. Willkommen. Willkommen, Jax. Was ist das für ein Geräusch, Alter? Ja. Hey. Philip Fallaway und Ashley Kixley. Cactus Jack, der kleine Blechroboter namens Cactus Jack, ist weit wichtiger, als sein unscheinbares Äußeres vermuten lässt. In der Zeit vor Apophis waren die Jacks tomatenartige Artefakte, die bei Feierlichkeiten und gemeinschaftlichen Essen Anwendung fanden. Das Ritual begann mit der Bitte um eine Speise, die sich der Stammesangehörige wünschte. Diese konnte die Form kleiner gefüllter Muscheln haben oder sogar zylinderartige Röhren. Serviert wurde alles dampfend heiß und frei von Läusen, Maden oder Krankheitserregern. Das war nicht verkehrt, ne? So unvorstellbar sich das auch anhört. Cactus Jack stand für mehr als nur Essen, stand für die gesamte Hoffnung, die Träume einer ganzen Nation. Als die Leute sich versteckten, nahmen viele ihren Cactus Jack mit. Er war für sie wichtiger als so manch anderes Ding, wie das Kind. Es sind nur noch wenige übrig, aber wo sie stehen, folgt die Entschlossenheit. Ah ja. Hey, Ritzer! Lass uns kurz schnacken, bevor du reingehst. Der Ritzer gesagt? Schüler Swap. Das sieht ja nicht schlecht aus, ey. Junge, geil Klamotten, ey. Hä? Soundfehler, Junge. Hallo? Keine Sorge, ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Zu deinem Glück. Ah. Aber du scheinst auf Action zu stehen. Du solltest dir die Mutant Bash Arena im Norden ansehen. Was für eine Show. Großartige Show. Ah ja. Schon mal Mutantenköpfe eingeschlagen? Destemonia Cold ist die Lady, die du sehen willst. So, also hier ist die Party, wo alles abgeht. Macht die da im Raum? Macht ja gar nichts? Steht da nur dumm rum? Erinnert mich so ein bisschen an mich, wenn ich besoffen im Club stehe. Ich stehe ja auch manchmal immer nur so. Dann fange ich an zu tanzen. Wild. Hemmungslos. Pass auf die gottverdammten Mutanten auf, Kumpel! Junge! Hinterhältige Biester sind das! Hawks, ah ja. Yep. Ich war bei den Mountain Lords. Ach, guck mal, nur ein Vornamen. Mann, Bruce. Was die alles hatten in ihrem riesigen Unterschlupf. Der Hammer! Mhm. Das Zeug, das sie da gehortet haben. Sag doch einfach, so viel Ausrüstung und Waffen und Zeug eben. Mhm. Aber Wohin das die? War, bevor sich die Mountain Lords der Goon Squad angeschlossen haben und abgehauen sind. Ah ja. Nur mich haben sie zurückgelassen. Haben mich gleich verzogen. Jeder Ratten. Und das ganze Zeug, all die Waffen einfach dort liegen lassen. Steht da Dogtits? Einfach liegen lassen, sagst du? Komm, ich geb dir einen aus. Okay, da sage ich nicht nein. Junge, was ist mit dir? Wer bist du? Bridget Hart. Was machst du da? Oh, dann trink mal einen schön mit, ne?
River Party hier. Ah ja. Ich sag dir, das ist Unsinn, Gulo. Na komm, nur ein kleines Schlückchen, Marsch. Nope, keine Info, nichts zum Saufen, ganz einfach. Stimmt aber, Marsch, Vineland wurde zerstört. Na klar, weggebombt von superüblen Tech-Mutanten. Das glaub ich nicht, Gulo. Du willst doch nur was zum Saufen. Vineland ist futsch. Siehst du, ich hatte recht. Trink nicht alles auf einmal. Ein Ranger, was? Sowas habe ich hier schon lange nicht mehr gesehen. John Marshall, legendärer Widerstandler, Kriegsheld. 73. Wir wuchsen mit Geschichten über ihn auf. Ich hatte allerdings jemand erwartet, der beeindruckender ist. Das ist unmöglich. Vinelands Verteidigung ist unüberwindbar. Das dachten alle. Wir waren nicht bereit für sie. Nicht bereit für die Obrigkeit. Sie ist also zurück. Dann bist du wegen Projekt Dagger gekommen. Das Problem ist, dass wir hier ebenfalls belagert werden. Mutanten. Sie verstopfen unsere Stromturbine in der Kanalisation. Da müsste sich mal jemand drum kümmern. Wenn es für Dagger ist, zeig mir, was ich töten soll und wo. Du bist schnell von Begriff. Das war doch im ersten Teil. Ich habe wirklich jeden Auftragskiller runtergeschickt. Sind alle draufgegangen. Es wird schnell gehen. Hey, warte mal, das war auch eine Mission im ersten Teil, wo wir da in der ersten Stadt, wo wir angekommen sind, mussten wir auch in die Kanalisation gehen. Die Musik. Und der rechts, der sitzt, der geht am Leben vorbei. Dem ist alles scheißegal. Ja, Händlerinfos. Infohändler verkaufen wertvolle Informationsorten im Ödland, die interessant für dich sein könnten. Eichentrott enthalten seltene Upgrades. Ah ja. Das haben wir jetzt schon mehrmals mitbekommen, dass sie so gut sind, die Eichentrott. Okay. Boah. So, Arnold Creed. Silky Finkelstein. Also, erstmal ernsthaft. Ach ne, die hat ja zwei. Achso, ich dachte, das wäre ein Mann. Und dann habe ich die zwei. Und dann. Ian Craig. David. Nathan Sully. Warum haben die so komische Dinger vor den Augen? Richtige. Die kann ich mehr. Stacy Mack. Lisa. Warum sind die Frauen eigentlich alle immer so fertig? Dave Ambrosia. Sheila Swap? Der war doch gerade da oben. Hä? Gossi Amy. Den Blick kenne ich. Frag nur. Ich weiß Antwort. Chet Monroe. Tritt näher. Lass mich deine Augen sehen. Lass mich direkt in deine Seele blicken. Ja, ich habe, was du brauchst. Du willst Infos und Daten, schmutzige Wäsche, handfeste Belege. Mhm. Jet Monroe hat das alles, aber es wird dich kosten. Ja, ich brauche Informationen. Aber jetzt nicht. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Shady Betty. Immer noch wissbegierig? Nee, eigentlich gerade nicht. Die Snaker-Crew war legendär. Krasse Biker. Aber ihre Zeit ist jetzt um. Meine Leute werden die neuen Snakers. Und als Beweis ist der alte Treffpunkt an der Rennstrecke bald in unserer Hand. Ah ja. Fehlen nur noch ein paar Bikes. Dann reiten wir auf unseren Stahlrössern in die Helle und zurück. Diese Nanotreten in deinem Blut, hä? Huh? Ziemlich sinnlos, oder? Von wegen. Irgendwelche Wissenschaftler haben gelernt, wie man sie mit Nanotretenstämmen programmiert. Das verleiht dir Superkräfte. Die meisten sind verloren. Aber ein paar Exemplare befinden sich noch in den versiegelten Archen. Das könnte entscheidend für dich sein. Weißt du, wo ich eine finde?
Ah ja, jetzt ist schon wieder der Sound weg. Ja, danke, danke. Ah. Oh, ich bin eigentlich der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann auch Rage. Aha. Ich höre mich so ein bisschen an wie Batman manchmal, ne? So. Die gerade Flasche aus dem Rucksack gezogen? Was ist denn hier los? Steph Rollins? Junge, die sind hier ganz schön am Saufen. Es sind auf einmal viel mehr Leute hier, oder? Was für Ehre noch? Hast du schon das große Schlachthaus gefunden? Die Mutanten umgenietet? Nein. Hey, verarsch mich nicht, Kumpel. Ich weiß den Scheiß, okay? Und hab nichts zu verlieren. Ah ja. Du solltest dich auf dem Markt etwas eindecken, bevor du dich in diese Kanalisation wagst, Ranger. Schalt den Strom wieder ein, dann kannst du mit Dagger weitergehen. Ja. Das ist voll verwirrend. Mein alter Handelsposten ist unter einer eingekrachten Brücke. Ja. Ich vermisse ihn. Mit jeder Faser meines Körpers. Man weiß jetzt gar nicht, hat der jetzt noch eine Quest? Oder? Mein alter Handelsposten ist nicht bald die Straße da hoch. Ich wünschte, du würdest sie alle kalt machen. Das hat doch mal die Schnauze. Ja. Willkommen in der Blindgängerbar, Heimat des Man weiß nicht, ob die noch Quests haben oder nicht. Und des besten Sumpffusels im Ödland. Lass die Sorgen draußen und komm hereingetanzt. Ja, ja. Ich habe mir dauernd das Zeichen drüber. Das ist ein bisschen scheiße. Zum Beispiel hätten wir von dem Marshall nicht diese zweite Quest gekriegt, glaube ich, oder? Was ist denn hier los? Was ich sagen wollte. Marshall schickt dich. Du bist schon der dritte diese Woche. Hoffentlich hast du mehr drauf. In Teil 1 war es auch so, dass man auch zu dem... Ist es vielleicht der gleiche Marshall? Das wäre geil. Dass man hingegangen ist und man musste erstmal in die Kanalisation da alles töten. Ferner, habe ich überhaupt nur Munition? Ich denke wohl, ne? Wie geht das hier? Ah, okay. In dieser alten Kanalisation gibt es einen unterirdischen Fluss. Dank des Turbinengenerators sind wir vollkommen unabhängig. Geht aber wir tief haben unter unsere hier. Eigene Stromzufuhr und müssen kein Feldtrit von diesen betrügerischen, gierigen Händlern kaufen. Mutter Natur sorgt für uns. Und wie läuft das so für euch? Nun sieht man von den üblichen Problemen ab. Wie zum Beispiel Mutanten, die die Turbine verstopfen, funktioniert es gut. Wir haben unseren eigenen Saft. Außerdem findet sich stets ein Söldner, der sich um Probleme kümmert. Das bin ich also? Ein Söldner? Auf keinen Fall. Du bist ein Ranger. Großer Unterschied. Da geht erheblich mehr. Ist schon klar, Marshall. Schon klar. Ey, wo ist denn meine Pistole? Wahrscheinlich gleich. Da ist er ja. Und vom Teufel spricht. Muss ich eigentlich meine Kamera mal. Kann ich am besten eigentlich auf die andere Seite positionieren, ne? Vielleicht doch schneller runter. Ist alles klar, was denn? Hier ist doch nichts. Muss ich das hier aufdrehen? Nee.